Leider, leider ist im Moment keiner zu Hause. Tut mir leid. Joi, meine lieben Bros. Ich liebe ja deutsche Synchro bei Anime. Oh, einen Augenblick. Ja, bitte. Sünde, Sünde, Sünde. Kann ich Ihnen helfen? Anime schaut man nur auf Japanisch. Oh. Wir in Deutschland haben verglichen zu anderen Ländern eine ziemlich starke Synchronsprecherarmee. Und um ehrlich zu sein, verstehe ich echt nicht, wieso voll viele lieber die japanische Version bevorzugen. Leute, wie kommt ihr mit, wenn ihr was esst? Wie kommt ihr mit? Wie soll das gehen? Heute möchte ich euch meine 10 absoluten Lieblingssprecher vorstellen, die bei mir jedes Mal einen Orgasmus der Super Saiyajin-Klasse auslösen. Viel Spaß! Yowie. Auf den inoffiziellen 11. Platz ist ich. Wenn ich schon von niemandem sonst für meine Synchronsprecherleistung in Prison School gelobt werde, dann doch wenigstens von mir selbst, oder nicht? Oh, so traurig das auch nicht. Auf jeden Fall über sie her! Verpisst euch, ihr Kackviecher! Halt! Pass auf, wo du hinlatschst! Lass mich bitte durch! Die frisst meine Ameisen! Die Krähen sind Eigentum der Vorsitzenden. Sie stehen unter besonderem Schutz. Schon klar, aber meine Ameisen auch! Von wegen! Lass mich durch! Durchhalten, Jungs, ich komme! Scheiße, meine Homies, Watanabe, nein, Kawakami und auch Horiuchi. Diese verkackten Krähen, dafür wirst du bluten! Nein, Joe, tu das nicht! Wer meine Ameisen schief anschaut, bekommt Probleme mit mir. Okay, jetzt aber mal zur richtigen Liste. Seitdem ich ein kleiner Pups bin, liebe ich seine Stimme und ich glaube, es gab keinen Tag, an dem ich mich nicht gefreut habe, nach der 3. Klasse direkt schnell vor meinem Fernseher zu rennen, vor Pokito und ihn zu hören. Die Rede ist von Tobias Pippich alias Naruto Uzumaki, echt jetzt. Das war fast ein bisschen zu leicht. Ach, war es das, hä? Der Dude hat dem deutschen Naruto so viel Liebe und Leben eingeflößt. Meine Freundin wünscht sich das täglich von mir und ich kann es nicht erfüllen. Er hat eine natürliche, knackige, junge Stimme, der man gern und gut den ganzen Tag zuhören könnte. Leider, leider hat er sich aus dem Synchrongeschäft zurückgezogen und lebt wahrscheinlich nun im echten Konoha, um seine Stimme dort zu trainieren, um wieder zurückzukommen. Hoffe ich. Auf meinem Platz Nummer 9 steht Daniel Schlauch alias der König der Piraten. Ach, vergiss es, Daniel. Was hält ihr allen nicht streng mit an und du veräppelst mich? Jetzt gibt's was. Nein, versuch's erst gar nicht, Daniel. Was ein Biest. Genau wie der verrückte SpongeBob-Sprecher hat auch er sein Werk eiskalte 10 Jahre locker durchgezogen. Er verkörpert Ruffy nicht nur perfekt mit seiner Stimme, sondern er ist Ruffy. Würde mich wirklich interessieren, ob er im echten Leben einfach so ein Stück Fleisch beim Metzger sieht und es am liebsten direkt aufessen würde. Mann, der Typ hat eine heftige Stimme. Platz Nummer 8, Robin Kahnmeier. Auch bekannt als die größte Pissstimme EU-West. Was? Wo gibt's denn sowas? Eine Karte, die mich auf einen Schlag fertig macht? Der Mann hat eine Stimme, die man liebt und gleichzeitig hasst. Kein anderer hätte Joey Wheeler mehr dieses freche, doofe, aber auch gleichzeitig lebendige geben können als er. Außerdem hat er Yamato aus Digimon und Heiji aus Detective Conan super genial vertont. Und Freunde, tut euch selbst einen Gefallen und checkt nicht seine Sprecherliste ab. Dieser Mann hat mehrere Rollen gesprochen, als ich Menschen gesprochen habe. Seine Stimme peppt einfach jede Synchronarbeit auf und er bringt's einfach. Echt jetzt. Platz Nummer 7 geht an meine gute Bekannte Rike Werner. Ich hab fast Strawberry Cake gesagt, aber ja, heute sind wir professionell. Ich habe eine Frage. Es würde mich sehr interessieren, wie ihr Name ist. Wie heißen Sie überhaupt? Rike, falls du das gerade siehst, ich bin stolz auf dich. Endlich ein Anime-Otaku-Trash-YouTuber, der es geschafft hat. Sie hat auch schon vor ihrer YouTuber-Zeit viel synchron gesprochen und tatsächlich vielen Hobbysprechern geholfen, auf YouTube Fandubs zu produzieren. Ihr müsst wissen, früher gab es so eine kleine Szene aus Fandubbern. Fandubber sind im Prinzip nicht professionelle Sprecher, die auf YouTube sich zusammentun und Anime-Szenen oder irgendwelche anderen Filmszenen nachsynchronisieren. Und dabei müsst ihr euch vorstellen, gab es ganz verschiedene Gruppen, die sich zusammengetan haben und Sachen synchronisiert haben. Und in einer der Gruppen war Rike die Leaderin und diese Gruppe war sozusagen die Champions League der Fandub-traurige Synchronisationströpfe. Und ja, ich wollte da halt immer rein, nur war ich nie drin. Was ist los, Karotte? Ich trau mich nicht, irgendwie da reinzuspringen. Welch eine Schande. Bringt mir den Schäler. Sofort! Er schält sich selbst.
Alte Zeiten, gute Zeiten. My Hero Academia, Food Wars, Free Assassination Classroom, Haikyuu, überall hat sie ihre Stimme im Spiel. Und wertet Anime auf, wo sie nur kann. Weiter so, Rike. Hallo Nummer 6. So langsam nähern wir uns meinen Exodia-Sprechern. Aha. Oh, freue ich mich, euch meine Top 3 vorzustellen. Aber erstmal zur Nummer 6. Sebastian Schulz. Keiner kommt an das ran, was er hat. Nein, ich rede nicht von Herpes dieses Mal, sondern er hat etwas, was wirklich keiner hat. Und ich finde, dieser Clip beschreibt das am allerbesten. Und eine Schande für die Feuernation. Das ist überhaupt nicht wahr. Eure Narbe ist der beste Beweis dafür. Ja, vielleicht möchtet ihr ja auch so eine. Leute, wie kann man so eine Definitions-Anime-Stimme haben? Ich schwör's euch, es wirkt so, als spricht er nicht die Anime-Figuren, sondern als sprechen die Anime-Figuren ihn. Krasser Typ, der uns die Stimmen von Trunks, Yugi und Prinz Zuko geschenkt hat. Und wer es jetzt wagt, in die Comics irgendwas von Aber Avatar ist kein Anime-Kuro zu schreiben oder bei dem komme ich vorbei und mache ihn zu einem Anime. Nun zum absoluten Boss der Anime-Sprecher, David Nathan. Oder David Nathan, genau. Was habt ihr für ein Problem? Die Ishwale haben nach der Annexion doch dieselben Rechte erhalten wie wir Amestria. Deshalb können sie ja auch hier an der Offiziersschule... Eigentlich ist er dafür bekannt, Hollywood-Stars wie Johnny Depp zu sprechen. Aber der Herr ist sich auch nicht zu schade für Anime-Work. Renji aus Bleach, Roy Mustang aus Fullmetal Alchemist und auch Piccolo aus Dragon Ball Z. Der Mann liefert, wo er mitspricht und das richtig. Die Männlichkeit und das Testosteron, was seine Stimme durch den Fernseher zu unseren Ohren bringt, hat mir schon als 12-Jähriger Haare auf die Brust gewachsen. Geiler Typ, geile Stimme, geile Synchro, alles geil. Und damit gleich zu seinem besten Bro. Zumindest in der Serie Son Goku oder auch Tommy Morgenstern auf dem verdienten 4. Platz. Irgendwann sieht diese Figur da wirklich am Boden zerstört und dann zittert die Hand und sonst. Dieser Mann hat die Stimme eines Gottes oder eines Saiyajins. Sucht euch aus. In Psycho Pass, Black Lagoon und vielen weiteren Anime mischt er mit. Wer ihn schon mal in einer Szene schreien gehört hat, weiß, dass der Mann sein Handwerk versteht und in jeder Szene 1000% gibt. Kakarott, du hast unsere Kindheit gerettet. Endlich, Freunde, endlich zu unserem Top 3. Die nächsten drei Sprecher sind sowas wie meine Synchronidole. Und jedes Mal, wenn ich sie im Radio, in der Bahn, im Stripclub irgendwo höre, dann einfach nur Standing Ovation. Ich klatsche und stehe einfach auf mit, egal wo ich bin, ich stehe auf und höre auf. Platz Nummer 3. Nico Sablik. Nico. Die meisten von euch werden den Boy durch Harry Potter oder Andrew Garfield kennen. Ich und viele andere Anime-Boys und Girls kennen ihn als Mellow aus Death Note, Genos aus One Punch Man, Tsubasa aus... Tsubasa. Oder Lelouch aus Code Geass. Seine Stimme hat einfach dieses gewisse Etwas. Etwas, was einfach so vielen Sprechern in der deutschen Landschaft fehlt, wo ich mir jedes Mal wieder denke, Mann, spricht ihr einfach gut? Gerade in Anime muss man 100% als Sprecher geben, um eine absolut reife Arbeit zu und dem Zuschauer seine Arbeit authentisch rüberzubringen, fragt Tommy. Er macht das ganz, ganz, ganz großartig. Er passt wie die Faust aufs Gießauge zu Lelouch. Und ich hoffe sehr, dass er auch in Zukunft der Anime-Welt erhalten bleibt. Was zum Teufel geschieht da? Lelouch, wie Britannia, gibt euch einen Befehl. Ihr werdet nun alle sterben. Solche Sprecher brauchen wir ganz, ganz viele. Mein Mann. Und damit zu unserem Platz Nummer 2. Dem absoluten Psychopathensprecher. Kim Hasper. Dieser Typ, ey. Dieser Typ. Ich habe manchmal das Gefühl, kein Spaß, dass ich die Serie nur mag wegen seiner Stimme. Und nicht mal die Serie, sondern nur, weil er mitspricht. Kim, falls du das Video gerade siehst, bitte sprich bei Fairy Tail mit. Wenn ich die Serie danach mag, dann liegt es definitiv an dir. Erased, One Punch Man, Alt Noir Zero, Beyblade, der Mann hat so viel Gutes geleistet für unsere Anime-Welt. Doch für eine Rolle ist er bis heute mein absoluter Held. Light fucking Yagami aus Death Note. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber er spricht die Rolle mindestens 10-mal so gut wie die japanische Version. Und er verkörpert Light Yagami einfach perfekt mit seiner düsteren, intelligenten und doch berechnenden Stimme. Ich bin Kira und ich bin... der Gott einer neuen Welt. Leute, ich komm nicht klar. Und dann auf einmal spricht er so eine Rolle wie JD aus Scrubs. Doc! Hi! JD! Er ist da! Doc! JD! Doc! Die
Dieser Mann sollte unsere nächsten Anime-Sprecher ausbilden und ihnen sein Geheimnis verraten. In einem Interview hat er sogar gemeint, dass für ihn die Rolle von Light Yagami nicht mal viel bedeutet hat, aber erkläre mir eins, Herr Hasbach. Wie sprechen Sie ihn, als wäre es Ihr verlorener Sohn, wenn Sie die Rolle nicht mehr juckt? Einfach nur krank. Freunde, und jetzt fragt ihr euch zu Recht. Kuro, du hast die letzten 20 Minuten absolut geschwärmt. Du hast dein Leben beendet. Oh, du hast fast die Leute geheiratet. Welcher Mann, welcher Mensch könnte jetzt noch auf Platz Nummer 1 sein? Es ist nämlich kein geringerer als die Person, wegen der ich überhaupt diesen Kanal gestartet habe, vor 5 Jahren. Dieser Mann hat original mein Leben verändert und das ist, ey, das ist kein Scheißerei, ist wirklich so. Und ich glaube, dass nichts das toppen kann, oder? Platz Nummer 1 geht mit voller Liebe und Respekt an Clemens Ostermann. Vielen von euch schießen gerade ganz viele Fragezeichen in den Kopf. Wer ist das? Er hat nicht wirklich viele Anime gesprochen, aber die Sachen, wo er mitgesprochen hat, haben mich ungelogen als Menschen verändert. Was? Bekannt wurde er als Sprecher von Drake aus Drake and Josh, Ranma und dem American Dragon. Doch mein Herz und meine Seele hat er erobert als Kei Kurono aus Gans. Ich könnte 4 Videos über seine Leistung bei Gans machen, aber ich fasse mich kurz. Der Charme in seiner Stimme, die Charakterentwicklung, er fasst alles perfekt ein und gibt es genial wieder. Ohne seine Stimme wäre der Anime absolut schrecklich. Er ist der Anime. Ja, ihr denkt, ich übertreibe. Aber es gibt einen Grund, wieso Gans mein absoluter Lieblingsanime ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber irgendwas an diesem Mann ist Magie in meinen Ohren. Mach dich auf was gefasst! Ha! Nicht bewegen! Bleibt, wo ihr seid! Okay? Sonst bring ich ihn um. Leider verstarb er, als er in meinem jetzigen Alter ist, an einer Lungenembolie. An der Stelle Ruhe in Frieden. Damit ist nicht nur ein großartiger Sprecher gestorben, sondern auch ein großartiges Talent und wahrscheinlich auch ein großartiger Mensch. Ich werde nicht sterben. Ich werde niemals sterben. Ich bin unsterblich. Ganz! Und hier nochmal ganz kurz ein paar nennenswerte Erwähnungen an Sprecher, die es nicht in der Liste geschafft haben, aber dennoch sau gute Arbeit leisten. Timo Niesener als Golden Boy, Oliver Siebeck als Vegeta, Thorsten Münchow als Alucard und Dominik Auer als Inuyasha. Außerdem könntest du mal was gegen diesen Rosenkranz machen. Meinem Körper tut das gar nicht gut, wenn du ständig Sitz sagst, weißt du? Sag ich denn wirklich so häufig Sitz? Wer ist euer absoluter Lieblingssprecher? Und ja, ihr könnt euch bei mir gerne einschleimen, also macht euch einen schönen Tag, passt auf euch auf, schaut Anime immer fleißig auf Deutsch. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf eure Chin-Chin auf. Und... Yaoi! Yeah!